Du fliegst über der Erde in der Internationalen Raumstation in 402 Kilometern Höhe. Du schaust aus dem Fenster und deine Augen werden groß vor Überraschung. Da ist eine Art heller blauer Blitz direkt über dem nächtlichen Europa. Es sieht so aus, als wäre dort eine seltsame Substanz explodiert. Ein solch seltsames, leuchtendes Ereignis wurde von einem französischen Astronauten an Bord der ISS beobachtet. Und es war überhaupt keine Explosion, sondern ein Blitz. Und er war nach oben gerichtet. Bis vor kurzem war dieses Phänomen eine Art Märchen für Piloten. Wissenschaftler haben sich ihre Geschichten über Blitze, die nach oben schlagen, und rote und blaue Blitze in großer Höhe angehört. Aber es gab leider keinen definitiven Beweis für die Existenz dieser leuchtenden Phänomene. Doch es gibt sie wirklich und sie werden Kobolde, Elfen, Trolle und Geister genannt. Wie funktioniert also ein gewöhnlicher Blitz? Die feuchten Luftmassen in einer Wolke reiben aneinander und erzeugen statische Elektrizität. Es wäre fast dasselbe, wenn du in einem Wollpullover tanzen würdest. Er wird mit statischer Elektrizität aufgeladen. Und wenn du dann einen metallischen Türgriff berührst, kommt es zu einer Entladung zwischen deinen Fingern und der Tür. Das ist der Blitz. Eine Gewitterwolke baut also eine starke negative Ladung auf. Früher oder später wird in der Wolke ein sogenannter Leiter geboren. Er ist ein heller thermoionisierter Kanal oder einfacher ausgedrückt ein Blitz. Der Blitz bewegt sich in metergroßen Schritten auf den Boden zu. Und er kann auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 300.000 Kilometern pro Stunde beschleunigen. Mit dieser Geschwindigkeit könnte man in nur 7 Minuten die Erde umrunden. Aber negative Teilchen ziehen positive Teilchen an. Und Teilchen mit entgegengesetzten Ladungen neigen dazu, sich zu verbinden und sich gegenseitig auszugleichen. So beginnt die Reise des negativ geladenen Leiters und der positiven Ladung der Erde nach oben. Die elektrische Ladung der Erde verbindet sich mit dem negativ geladenen Leiter in einem Kanal. Das ist der Moment, in dem die hellste und lauteste Explosion stattfindet. Wir nennen das einen Blitz. Die Explosion hört man als Donner. Der eigentliche Blitz schlägt nicht von oben nach unten ein, sondern von unten nach oben. Ja, das heißt, die Blitze sind eigentlich nach oben gerichtet. Es ist, als ob die Erde auf die Gewitterwolke zurückschlägt. Und diese Ladung kann bis zu 30.000 Ampere erreichen. Deine durchschnittliche Steckdose in der Wand daheim hat nur etwa 15 Ampere. Und die Rekordlänge eines Blitzes beträgt etwa 708 Kilometer. Das ist mehr als die Breite des US-Bundesstaats Kansas. Meteorologen haben so einen Blitz in Brasilien aufgezeichnet. Es war eine Explosion zwischen riesigen Gewitterwolken. Und der längste Blitzeinschlag wurde in Argentinien beobachtet. Ein einzelner Blitzschlag dauerte dort 16,3 Sekunden. Zum Vergleich, ein Blinzeln dauert 0,1 Sekunden. Wir haben also einen normalen Blitzschlag gesehen. Die positiven Teilchen aus dem Boden haben die negativen Teilchen in der Wolke neutralisiert. Aber die Wolke ist immer noch voll von positiv geladenen Teilchen. Sie sammeln sich an und warten nur darauf, neue Blitze zu erzeugen. Sobald die Ladung einen bestimmten Punkt erreicht hat, schleudert die Blitzwolke diese Ladung kilometerweit nach oben. Das erkennt man als einen blauen Strahl. Es ist dasselbe Leuchtereignis, das der französische Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation gesehen hat. Die blauen Strahlen sehen so aus, als hätte jemand einen Gasbrenner eingeschaltet, der nach oben strahlt. Die positiv geladenen blauen Strahlen neutralisieren sich in luftiger Höhe mit negativ geladenen Teilchen. Aber Menschen am Boden können diese blauen Strahlen nicht sehen. Gewitterwolken versperren die Sicht, aber vom Flugzeug aus kann man sie schon sehen. Deshalb waren lange Zeit die Piloten von Verkehrsflugzeugen die einzigen Zeugen dieses Phänomens. Auch an Bord der ISS kann man die Strahlen gut beobachten, weil sie ganz oben in den dicken Wolken entstehen und kilometerweit nach oben schießen. Aber wenn man noch höher aufsteigt, kann man diese bizarren Blitze so richtig sehen. Sie werden Kobolde genannt. Oder es sieht eher aus wie eine Qualle. Eine Wolke mit roter Ladung an der Oberseite und ein Haufen kleiner Tentakel, die nach unten kommen. Ein normaler Blitz kann eine Temperatur von etwa 30.000 Grad haben.
aber man kann einen Kobold mit den Händen anfassen. Es sei denn, du hast Angst vor einer starken elektrischen Ladung. Der Kobold hat ungefähr die gleiche Temperatur wie eine Energiesparlampe. Alles nur, weil die Kobolde in der Mesosphäre geboren werden. Das ist die Schicht unserer Atmosphäre, die in einer Höhe von etwa 50 Kilometern beginnt. Und es ist der kälteste Ort auf unserem Planeten. Am Boden, wo wir leben, ist die Luft viel dichter. Da gibt es einfach mehr Luftmoleküle. Die nehmen die Wärme der Sonnenstrahlen auf, sodass wir uns wohlfühlen können. Aber je höher wir fliegen, desto weniger Luftmoleküle gibt es. In der Höhe, in der Flugzeuge fliegen, gibt es nicht mehr genug Luft, um die Wärme zu speichern. Du könntest dort oben nicht einmal mehr atmen. Deshalb hat jedes Flugzeug für den Notfall Sauerstoffmasken. Die Temperatur ist hier sogar noch kälter als am Südpol. In der Mesosphäre gibt es fast gar keine Luft mehr. Und die Temperatur kann hier bis zu minus 130 Grad betragen. Und obwohl die Temperatur des Blitzes hoch ist, ist es im Allgemeinen so, als würde man ein Glas kochendes Wasser in ein großes Fass mit kaltem Wasser schütten. Die Temperatur wird sich nicht mehr ändern. Die Kobolde können nur auftreten, wenn sie mit Gewitterwolken unter ihnen verbunden sind. Sobald eine Entladung in einer Wolke stattfindet, taucht ein Kobold in der Mesosphäre auf. Er versucht, die Ladungsmenge in der Atmosphäre auszugleichen. Es ist also so, als ob diese roten Blitze versuchen, zum Gewitter hinunterzugelangen. Und ein Kobold selbst kann so groß sein wie der Bundesstaat Massachusetts. Und dann gibt es da noch die Geister. Ein Geist kann direkt nach dem Kobold für einen Sekundenbruchteil erscheinen. Es ist ein schwaches grünes Leuchten wie ein Polarlicht. Sie wurden erstmals 2014 entdeckt. Die offizielle Bestätigung durch die Wissenschaft erfolgte erst 2019. Sie sind immer noch wenig bekannt, aber es gibt eine Hypothese, dass Geister und Polarlichter etwas gemeinsam haben. Zumindest sind sie grün. Und sie entstehen wahrscheinlich durch angeregte Sauerstoffatome. Manchmal können wir Trolle zusammen mit Kobolden sehen. Sie sehen aus wie Pfosten, die den Geist stützen. Es ist ein rotes Leuchten am Ende der Tentakel des Kobolds. Im nächsten Moment schießt der Troll einen roten Streifen nach unten. Und wenn wir noch höher fliegen, können wir die Elfen sehen. Sie leuchten nur eine Millisekunde lang. Es ist ein schwaches, mattes Leuchten, das bei Gewittern in der Ionosphäre in einer Höhe von etwa 100 Kilometern über dem Meeresspiegel auftritt. Elfen können so lang sein wie die Entfernung zwischen New York und Washington DC. Sie wurden erstmals 1990 bei Space Shuttle-Flügen entdeckt. Und das sind Wichtel. Sie wurden erst im Jahr 2000 entdeckt. Wissenschaftler beobachteten 20 Minuten lang helle, kurze Lichtblitze. Obwohl sie aussehen wie Blitze in einer Wolke, haben sie nichts damit zu tun. Wichtel sind kleiner als 100 Meter. Wir sollten nicht vergessen, dass jeder Blitz für Menschen extrem gefährlich ist. Und wenn du in ein schweres Gewitter gerätst, musst du das Epizentrum sofort verlassen. Du kannst ganz leicht feststellen, wie weit du vom Epizentrum entfernt bist. Die Lichtgeschwindigkeit ist viel schneller als die Schallgeschwindigkeit. Wenn ein Blitz einschlägt, dauert es also ein paar Sekunden, bis man den Donner hört. Du musst also diese Zeitspanne messen. Blitz! Zähle nun die Sekunden. Jede Sekunde Verzögerung des Donners nach dem Blitz ist etwa 350 Meter. Das ist die Entfernung, die eine Schallwelle in einer Sekunde zurücklegt. Wenn also die Verzögerung des Donners nach einem Blitzeinschlag 5 Sekunden beträgt, bist du etwa 1,6 Kilometer vom Blitz entfernt. Du kannst auch am Geruch erkennen, ob es ein Gewitter geben wird. Die Luft vor einem Gewitter wirkt ungewöhnlich frisch. Das liegt daran, dass die Luftströmungen Ozonmoleküle aus der oberen Atmosphäre anziehen. Dieses Ozon schützt uns vor schädlichen ultravioletten Strahlen und leitet die Wärme der Sonne an die Atmosphäre weiter. Was wir zum Atmen verwenden, ist der Sauerstoff aus zwei Atomen. Fügt man ein weiteres hinzu, erhält man Ozon. Ultraviolettes Licht zersetzt die beiden Sauerstoffatome und wird von ihnen absorbiert. Diese gespaltenen Atome werden dann an die normalen doppelten Sauerstoffatome gebunden. Wenn ein ultravioletter Strahl auf ein Ozonmolekül trifft, stößt er ein Sauerstoffatom wieder aus der Kette heraus. Aber das Ozon kann sich wieder regenerieren. So wird der verlorene Sauerstoff wieder an andere Doppelatome angehängt.
Aber die Ozonschicht hat zu leiden begonnen, als die Menschheit begann, schädliche Gase in die Atmosphäre zu entlassen. Schuld daran ist Freon. Es ist das Gas, das wir in alten Kühlschränken verwendet haben. Das Freon-Molekül enthält schädliche Chloratome. Ultraviolette Strahlen schlagen dieses Atom aus dem Molekül heraus. Dann stiehlt dieses Chloratom ein Sauerstoffatom aus dem Ozon. Und schon haben wir ein doppeltes Sauerstoffmolekül, das sich nicht mehr regenerieren und uns vor den schädlichen ultravioletten Strahlen schützen kann. Dadurch entsteht ein Loch in der Ozonschicht. Das berühmteste Ozonloch befand sich über der Antarktis. Doch als die Menschheit die Verwendung schädlicher Chemikalien verbot, begann sich dieses Loch zu erholen. Es ist nicht so, dass sich das Loch vollständig schließen wird. Es wird nur wieder so sein wie vorher.